Heute geht es um das neue James Webb Teleskop und seine ersten Bilder. Das James Webb Teleskop ist auf dem zweiten Lagrange-Punkt positioniert und hat nun einen Stern aufgenommen, der ca. 2000 Lichtjahre von uns entfernt ist. In kosmischen Maßstäben ist das gar nicht mal so weit. Ich zeige euch gleich die Bilder. Viel Spaß und bis gleich. So kommen wir auch gleich zum ersten Foto. Die Kamera, die sogenannte NIRCam vom James Webb Teleskop, die hat ein Selfie von sich selber geschossen. Hier sieht man eben diese 18 Spiegelsegmente. Die sind schon wirklich sehr, sehr groß im Vergleich zum Beispiel zum Hubble Teleskop. Bevor das James Webb ein Foto machen konnte, was ich euch dann gleich zeige, mussten die Spiegelsegmente erst ausgerichtet werden. Hier sieht man die Buchstaben und die Zahlen, die zum jeweiligen Segment gehören, und die wurden dann zu einem sechseckigen Bild quasi zusammengefasst. Hier ist ein Foto eben geschossen von der Spiegelausrichtung bzw. Justierung. So, während das Hubble-Teleskop ca. nur 570 Kilometer von uns entfernt ist, ist das James Webb-Teleskop ca. 1,5 Millionen Kilometer von uns entfernt. Das entspricht ungefähr 3 bis 4 Mal die Entfernung des Mondes zur Erde. So, hier ist jetzt das besagte Foto von der NASA, vom James Webb Teleskop, von dem ersten mehr oder weniger guten Foto eines Sterns, der 2000 Lichtjahre von uns entfernt ist. Seitlich um den Stern sieht man auch sehr viele Galaxien. Wahrscheinlich habt ihr auch schon mehrere Videos dazu gesehen, da gibt es ja auch zig Videos mittlerweile im Netz. Hat mich aber nicht davon abgehalten, trotzdem ein Video dazu zu machen. Wir schauen uns das Foto einfach nochmal genauer an. 2000 Lichtjahre, liebe Leute, das ist eigentlich in kosmischen Maßstäben, wie gesagt, keine große Entfernung. Das James Webb nimmt monochrome Bilder auf in verschiedenen Infrarotwellenlängen, die dann zu einem Gesamtbild zusammengesetzt werden. Und sie unterscheiden sich schon vom Hubble-Teleskop bildlich gesehen. Wer sich mehr dafür interessiert, der kann auch mein anderes Video zum James Webb Teleskop anschauen, da habe ich das auch nochmal ein bisschen genauer beschrieben. Genaueres können wir dann erst sagen, wenn die Fotos nach und nach eintrudeln, wenn die Missionen so nach und nach abgearbeitet sind. Die NASA sagt, dass das Foto den Parametern entspräche bzw. sogar übertreffen würde. Was die NASA damit genau meint, kann ich euch leider nicht sagen, dazu habe ich leider auch nichts gefunden. Falls es jemand weiß, der kann es in die Kommentare schreiben. Vielleicht ist damit die Fotoqualität gemeint, vielleicht betrifft das aber auch andere Parameter, die damit zusammenhängen. Ich habe ein Video von einem anderen YouTuber gesehen, wie er den Stern, also die Aufnahmen zwischen James Webb und dem Hubble-Teleskop vergleicht, und man konnte schon erkennen, dass das James Webb-Teleskop eine höhere Qualität hat. Das mag auf jeden Fall auch daran liegen, dass das James Webb Teleskop 1,5 Millionen Kilometer von der Erde entfernt ist und somit die Lichtverschmutzung im Vergleich zum Hubble Teleskop, das ja nur 570 Kilometer von der Erde entfernt ist, deutlich geringer ist. Das heißt, die Lichtverschmutzung beim James Webb Teleskop ist da draußen um einiges geringer, und deswegen sind die Fotos auf jeden Fall auch besser. Der Schwerpunkt liegt aber, wie gesagt, im Infrarotbereich. Was dann wirklich noch kommen mag, das werden wir auf jeden Fall in Zukunft noch sehen. Ich will mich da jetzt nicht so weit aus dem Fenster lehnen. Ich habe da nur den Vergleich einmal gemacht, den ich von der NASA auch gesehen habe. Ja, ansonsten gibt es noch eine News zum James Webb Teleskop, dass der Druck auf die NASA steigt. Das James Webb Teleskop wird wahrscheinlich umbenannt in einen anderen Namen, aber ob das wirklich passieren wird und wie weit sich die NASA davon beeinflussen lässt, das werden wir dann auch in nächster Zeit sehen. Ansonsten zu meinem Kanal. Ich habe in letzter Zeit, die letzten Monate, eigentlich gar keine Videos gemacht. Es sind zwar alle 2 Wochen Videos hochgeladen worden, die hatte ich allerdings vorproduziert. Die Videos habe ich allerdings vorproduziert, das heißt, ich habe sie vor ein paar Monaten schon fertiggestellt und habe sie dann nach und nach veröffentlicht. Das schafft mir einfach den Freiraum für andere Dinge, falls ich dann doch nochmal irgendwie viel um die Ohren habe, und das habe ich aktuell, und deshalb wird es schon noch alle 2 Wochen Videos geben, aber ich werde sie einmal auf einen Sitz durchproduzieren und dann nach und nach veröffentlichen. Das Video mag dann vielleicht zu dem Zeitpunkt, wo es rauskommt, nicht aktuell sein.
Das ist mir aber, muss ich ganz ehrlich sagen, gar nicht so wichtig. Ich bin jetzt nicht derjenige, der sagt, boah, jetzt kommt eine News raus und ich muss das sofort raushauen. Ich bin da eher entspannter unterwegs, habe auch noch nicht so viele Abonnenten, dementsprechend ist das für mich jetzt auch nicht Priorität. Wir dürfen auf jeden Fall auch gespannt sein, was uns das James-Webb-Teleskop noch bietet. Ich werde auf jeden Fall versuchen, auch immer wieder dazu ein Video zu machen. Weil ich diese Bilder an sich einfach erstaunlich finde, nicht nur vom James-Webb-Teleskop, sondern auch vom Hubble-Teleskop, eigentlich von jedem Teleskop, wenn man die Sternenbilder sieht und vor allem auch die Galaxien und man sich immer vorstellt, wie viele Millionen, Milliarden Sterne da wirklich da draußen sind, wie viele Planeten um einen Stern kreisen, was es da für mysteriöse Dinge auch gibt, die da durch das Universum durchstreifen, die wir einfach noch nicht kennen. Und jedes Mal, wenn ich mir so ein Bild anschaue, dann bin ich wirklich jedes Mal erstaunt. So, dann würde ich auf jeden Fall sagen, bis zum nächsten Mal, bis zum nächsten Video. Es hat mich gefreut und ciao.